Hallo Mannheim. Ich musste vorhin den Ludwigshafener gestehen, dass ich zum ersten Mal im Leben in Ludwigshafen war. Gott sei Dank musste ich das hier nicht. Ich war schon öfter in Mannheim. Ich komme echt gerne wieder. Ja, ich bin seit 2 Jahren bei der Piratenpartei. Aber seit sehr viel länger beschäftigen mich Themen, die für die Piratenpartei ganz besonders wichtig sind. Und ein Teil davon hat mit meiner persönlichen Biografie zu tun. Ich habe nämlich die ersten 21 Jahre meines Lebens in der DDR verbracht. Und als die Mauer fiel, war ich Studentin im Südosten der DDR, sehr engagiert in der Opposition, und das hatte die Folgen, die sowas damals hatte. Man geriet ins Visier der Staatssicherheit. Ich kriegte meine Briefe geöffnet, nicht irgendwas mit heißem Wasserdampf, sondern einfach aufgeschlitzt, ins Postfach gelegt. Das Telefon wurde abgehört, mein Studentenwohnheim wurde durchsucht, die Papiere, die ich da jede Nacht an der Schreibmaschine meines Großvaters abgetippt habe. Und man hat mich sogar mit einem fingierten Brief in einem Büro gelockt, wo die Stasi versucht hat, mich zu erpressen und als informelle Mitarbeiterin zu werben. Ich sollte spitzeln über meine Kommilitonen, die sich damals auch gewehrt haben gegen Unrecht in der DDR. Die Informationen, die die Staatssicherheit damals benutzt hat, um mich zu erpressen, waren harmlose Informationen, Informationen aus meinem privaten Leben. Zum Beispiel der Umstand, dass 350 Kilometer weiter entfernt von diesem Studienort meine Familie lebte und mein Vater der Einzige war, der das Familieneinkommen verdient hat. Man hat mir erklärt: Dein Papa, der ist doch angestellter Arzt der Stadt. Alle lebt hier von ihm. Du bist doch bestimmt eine verantwortungsvolle Tochter und möchtest, dass er weiter die Familie ernähren kann. Dann sei doch mal ein bisschen dankbar gegenüber diesem Staat, der euch finanziert. Und spitzel mal ein bisschen. Diese und andere Informationen hat man versucht, gegen mich zu verwenden, damals nicht erfolgreich, aber seitdem weiß ich, dass es so etwas wie unschuldige Informationen überhaupt gar nicht gibt. Dass wir alle etwas zu verbergen haben und dass das auch gut und richtig so ist. Denn das ist das, was eine Demokratie von einer Diktatur unterscheidet. Das sind Grundrechte, die damals in der DDR sogar in der Verfassung standen, aber damals war diese Verfassung nichts wert, das war Klopapier. Ich bin sehr froh, dass die Mauer gefallen ist. Für mich ist das der Anfang von grenzenlos, von Offenheit und von Freiheit. Für mich ist unser Wahlplakat "Grenzen sind doch so 80er" wirklich genau so gemeint. Mauern gehören der Vergangenheit an und wir sollten sie überall da einreißen, wo sie heute der Freiheit im Weg stehen. Aus diesem Grunde bin ich vor 2 Jahren zu den Piraten gekommen und aus diesem Grunde verteidige ich die demokratischen Grundrechte, die ich damals als wirklich großartige Werte mit den anderen erkämpft habe. Ich weiß seitdem, dass Demokratie kein Geschenk für die Ewigkeit ist, sondern dass man sie verteidigen muss, weil sie kann auch wieder verschwinden und alle Grundrechte mit ihr. Wir brauchen dazu Veränderungen, auch auf europäischer Ebene, in der Politik. Wir brauchen mehr Transparenz, damit wir wissen, was passiert, wie und wo. Über die Geheimdienste, aber nicht nur, auch über die Einflussnahme von Industrie auf Politik. Denn ich möchte, dass Demokratie das ist, was das Wort sagt, nämlich Herrschaft des Volkes und nicht Herrschaft des Geldes und der Großindustrie. Jedes Jahr werden von allein der Finanzindustrie in Europa 120 Millionen Euro in Brüssel-Lobbyismus investiert. Und investiert ist genau das richtige Wort. Das machen die ja nicht irgendwie als Almosen an Politiker. Die wollen einen Return on Investment für diese 120 Millionen Euro und das muss nennenswert mehr als das sein. Das muss sich richtig lohnen. Ein Konstrukt, mit dem man das erreichen soll, ist das transatlantische Handelsabkommen. Stefan, ein anderer unserer EU-Kandidaten, der wird euch noch ein bisschen mehr über TTIP erzählen. Aber um solche Mechanismen offen zu legen, brauchen wir nicht nur ein Lobbyregister, das allumfassend und verpflichtend ist. Wir brauchen auch eine Art Lobbykalender. Einen Lobbykalender, den gibt es eigentlich noch gar nicht, aber wir wollen bei uns selbst damit anfangen und erreichen, dass damit moralischer Druck auf andere Abgeordnete ausgeübt wird. Wir wollen darin ankündigen, wann wir welche Vertreter von anderen Interessensgruppen treffen. Von der Industrie, aber auch aus der Zivilgesellschaft. Jeder soll sich eine Meinung bilden können, wie wir zu unseren Entscheidungen kommen.
Materialien, die wir erhalten, werden wir veröffentlichen und uns dafür einsetzen, dass alles, was in europäische Entscheidungen einfließt, Gutachten oder was auch immer, dass das zugänglich wird für die Öffentlichkeit. Es kann doch nicht sein, dass Verträge, die uns alle betreffen sollen, wie zum Beispiel TTIP, aber auch andere, dass die niemand sehen kann. Noch nicht mal die Bundesregierung kann den TTIP-Vertragsentwurf sehen, das mussten sie im Bundestag zugeben, obwohl sie behaupten, sie finden TTIP toll. Die finden was toll, was die noch nie gesehen haben. Das ist doch schwachsinnig. Wir wollen auch gläserne Abgeordnete sein, nicht nur was die Lobbykontakte und unsere Arbeit angeht. Wir wollen auch unsere Nebeneinkünfte offenlegen und dafür arbeiten, dass das zur Pflicht wird für alle Abgeordneten im Europaparlament. Eigentlich hat man nämlich gar keine Zeit für Nebeneinkünfte. Es gibt 20.000 Abstimmungen in einer Legislatur, das sind 4.000 pro Jahr. 260 Präsenztage in Brüssel oder Straßburg, das sind doppelt so viele Sitzungstage wie im Bundestag. Das ist richtig viel Arbeit. Wer da noch schafft, nebenbei irgendwo einen Haufen Kohle zu verdienen, naja, über den kann man sich dann eine Meinung bilden, aber man sollte es wenigstens tun können, indem wir Zugang zu diesen Informationen bekommen. Ich möchte aber nicht nur diese Art gläserner Staat in Europa verteidigen, ich möchte auch, dass wir mehr Partizipationen bekommen. Foti hat ein paar Elemente schon angesprochen. Das Parlament muss stärker werden. Es muss endlich Initiativrecht haben. Im Moment ist es ein Parlament, das kann nur Entwürfe, die die Kommission vorlegt, abnicken, ablehnen oder Veränderungen vorschlagen. Es kann aber nicht eigene Initiativen einbringen. Eine der wichtigsten Arbeitsmittel eines Parlaments kann das EU-Parlament gar nicht. Und das muss endlich geändert werden. Wir brauchen auch mehr Basisdemokratie. Eine Bürgerinitiative, die niedrigere Hürden hat als 1 Million Unterschriften und dann noch aus echt vielen Ländern gleichzeitig. Diese Hürde ist zu hoch, deswegen wurde sie auch erst einmal genommen, obwohl natürlich Bürger in viel mehr Fällen sich beteiligen wollen und diese Möglichkeit auch haben sollten. Wir brauchen auch mehr Verbindlichkeit in solchen Prozessen. Selbst wenn man diese hohe Hürde schaffen kann heute, bedeutet das nichts anderes als, naja, man darf es mal in einem Ausschuss erzählen, wo einen der Fußschuh drückt. Mehr bedeutet das im Moment gar nicht und das ist einfach nicht genug. Wenn eine solche Bürgerinitiative oder eine Art europäischer Volksentscheid verbindlich wäre, würde man auch viel mehr Leute zur Beteiligung bringen können, weil wer will sich schon für was beteiligen, was möglicherweise gar keine Konsequenzen hat. Aber aus meiner Biografie hatte ich schon ein bisschen erzählt, ich möchte mich auch dafür einsetzen, dass Europa seine enorme Wirtschaftsmacht von 500 Millionen Menschen in die internationale Waagschale wirft, um zu verhindern, dass wir in einen digitalen Überwachungsstaat abgleiten. Und es ist nicht 5 vor 12, es ist 5 nach 12 oder wahrscheinlich schon 1:30. Wir sind längst falsch abgebogen. Und das weiß ich deshalb, weil ich aus so einer Gesellschaft komme. Ich habe Déjà-vus, die sind nicht gesund. Ich weiß, dass wir Methoden benutzen, die in einer Demokratie tabu sein müssen. Es sind Methoden eines totalitären Staates, die gehören in eine Demokratie genauso wenig wie die Folter und die Todesstrafe. Anlasslose Massenüberwachung ist undemokratisch. Wer überwacht wird, ist nicht frei. Der britische Geheimdienst hat genauso viel Dreck am Stecken wie die amerikanische NSA. Und wenn in Europa oder einzelnen Nationalstaaten, zum Beispiel in Deutschland, von Angela Merkel angedeutet wird, wie wenig man doch machen kann gegen die USA, dann frage ich mich, warum machen wir nicht wenigstens was gegen Großbritannien? Die sind ja auch ein Mitgliedsstaat. Es gibt europäische Verträge, gegen die verstoßen wurde. Wenn schon die Vorratsdatenspeicherung gegen die EU-Grundrechtecharta verstößt, was ist denn dann mit der Massenüberwachung, die England gegen andere Mitgliedstaaten ausgeübt hat und alle diese Daten auch noch an die USA ausgeliefert hat? Sowas geht doch gar nicht. Und dagegen muss die EU auch endlich mal tätig werden. Ich glaube, dass wir auch analog zum Bannen der Nuklearkriegsgefahr so etwas wie ein internationales Abrüstungsabkommen brauchen. Und zwar ein internationales Überwachungsabrüstungsabkommen. Wir brauchen eine neue Ethik,
international. Und wahrscheinlich wird es nicht eine Kombination aus China, Russland und den USA sein, die so ein Abkommen starten. Aber warum denn nicht die EU? Wir stehen noch für neue Werte. Das Parlament erklärt immer wieder, dass es Überwachung eigentlich nicht okay findet. Es gibt einen europäischen Untersuchungsausschuss zum NSA-Skandal. Dann kann man doch auch auf Europaebene sich mit dieser 500 Millionen Menschen zusammenschließen und international anfangen, gemeinsam einen neuen Weg zu beschreiten. Einen Weg, in dem anlasslose Massenüberwachung nicht okay ist und offiziell politisch gebannt wird, wo es die Möglichkeit gibt, Kontrolle auszuüben, ob dieser Bann auch eingehalten wird, genauso wie es in den Nuklearabrüstungsverträgen der Fall ist. Ich möchte auch, dass Europa mehr Subventionen steckt in Felder, die jenseits von Agrar liegen, die mit Zukunftsinvestitionen zu tun haben, aber auch mit unserem Schutz, zum Beispiel in die Entwicklung einfacherer und sicherer, guter und vielfältiger Verschlüsselungsmethoden, die es auch Oma Müller und Tante Erna ermöglichen, ihre Kommunikation sicher zu gestalten und nicht nur irgendwelchen Nerds. Da kein Gesellschaftssystem vor Fehlentwicklungen gefeit ist, brauchen wir Schutz für diejenigen, die das letzte Sicherheitsnetz sind bei solchen Fehlentwicklungen. Wir brauchen ein Whistleblower-Schutzgesetz auf europäischer Ebene. Das gibt es nur in ganz wenigen Ländern in Europa. Deutschland gehört leider nicht dazu. Es ist aber auch schwierig, selbst wenn man ein Whistleblower-Schutzgesetz in einem einzelnen Land hätte, hat doch, wie wir am Fall Edward Snowden sehen können, jedes einzelne europäische Land viel zu viel Schiss vor den USA, um diesem politisch Verfolgten einen sicheren Aufenthalt zu gewähren. Die haben alle Angst vor der USA. Ich kann es in Grenzen sogar verstehen, obwohl ich der Meinung bin, gute Beziehungen zu einem Drittland, also Menschenrechte gehen da einfach vor, Menschenrechte sind keine Handelsware. Aber wenn wir jetzt ein Whistleblower-Schutzgesetz und ein politisches Asyl auf europäischer Ebene hätten, dann ist das auf Augenhöhe mit den Vereinigten Staaten und ein ganzes Europa ist viel weniger leicht zu erschrecken und an die Wand zu stellen durch die USA, als das der Fall wäre, wenn man als einzelnes kleines Land sowas durchziehen muss. Dann könnten wir auch endlich einem Edward Snowden sicheres Asyl gewähren, was davon abgesehen wir in Deutschland ohnehin tun sollten. Ich möchte auch, dass wir als Europa sicherstellen, dass Grundwerte, Grundrechte, die in der analogen Welt selbstverständlich sind und auch von jedem geschätzt werden, nämlich Demonstrationsfreiheit, auch anonym, Meinungsfreiheit, auch anonym, dass wir diese Dinge, auch den Schutz des Post- und Fernmeldegeheimnisses in der Papierpost, dass wir die auch in der digitalen und in der Mobilfunkwelt weiter genießen oder überhaupt genießen. Wir genießen sie ja gar nicht mehr. In Deutschland zum Beispiel gibt es ein sogenanntes G10-Gesetz, das hebt den Artikel 10, den Schutz des Post- und Fernmeldegeheimnisses für die Internetkommunikation faktisch auf, weil es dem BND erlaubt, 20% unserer Internetkommunikation ohne Grund und ohne Richter einfach so anzugucken, als wären wir alle potenzielle Verbrecher. Im Jahre 2010 wurden 37 Millionen E-Mails auf diese Weise gefiltert mit 15.000 Suchwörtern. Nur so zum Vergleich, die Bild-Zeitung kommt mit 2.000 Suchwörtern aus. Sowas möchte ich geächtet sehen auf europäischer Ebene, denn anlasslose Massenüberwachung zur Terrorbekämpfung ist schwachsinnig, demokratiefeindlich und ineffektiv. Es wurde, auch wenn es Ex-Minister Friedrich anders behauptet hat, noch nie weltweit kein einziger Terroranschlag aufgedeckt oder verhindert durch anlasslose Massenüberwachung. Und deswegen brauchen wir auch eine Erklärung von Europa gegen solche Werkzeuge und für eine Sicherung von Anonymität und Kommunikation im Demonstrationsrecht ohne Fotodrohnen, die über einer Demo kreisen, hochauflösende Videos drehen, die man reinzoomen kann und dann Bilderkennungssoftware drüber laufen lassen kann. Sowas gehört europaweit verboten. Für alles das möchte ich mich gerne einsetzen. Bei 2,6% bin ich drin. Das kann man schaffen, wenn ihr alle euer Kreuz bei den Piraten macht. Danke.